Sarah Wagenknecht hat sich in ihrem neuesten Pressestatement zum Ukraine-Krieg und zu Selenskys Rede im Bundestag geäußert. Das BSW ist dieser Rede ja geschlossen ferngeblieben, um gegen Selenskys irre Kriegspolitik sowie die westliche Unterstützung und Forttreibung dessen zu protestieren. Die AfD ist dem Ganzen größtenteils ferngeblieben. Vier AfD-Abgeordnete sind tatsächlich bei Selenskys Rede anwesend geblieben. Also in der AfD scheint man sich da nicht so ganz einig zu sein. Also die AfD ist größtenteils auf Seiten einer friedenssichernden Position, aber vier Leute wollten da anscheinend dennoch demonstrativ ja ihre Solidarität mit Selenskyj und seiner irren Politik zum Ausdruck bringen. Wie dem auch immer sei, schauen wir uns mal, wie Sarah Wagenknecht den Ukraine-Krieg sieht und wie sie das aktuelle Handeln des BSW, also auch das Fernbleiben bei der Rede Selenskys, begründet. Gruppe BSW im Bundestag. Der ukrainische Präsident Selenskyj hat heute im Bundestag gesprochen und die zentrale Botschaft seiner Rede war: keine Kompromisse. Der Krieg endet entweder zu den Bedingungen der Ukraine und zwar vollständig, das heißt dem kompletten Abzug der russischen Truppen, auch einschließlich von der Krim, oder er endet nicht. Wir halten das für unverantwortlich, weil Kriege können nur beendet werden, wenn es Kompromisse und auch Kompromissbereitschaft gibt. Wir haben uns entschieden, als Gruppe BSW im Deutschen Bundestag der Rede fernzubleiben, weil wir schon. Naja, so ganz stimmt das nicht. Es kann auch einfach sein, dass eine Seite militärisch verliert. Und aktuell sieht es so aus, als wäre die Ukraine die militärisch den Kürzeren zieht. Also der Ukraine werden früher die Männer ausgehen, die sie an der Front verheizen kann. Russland hat viel größere demografische Reserven und entsprechend wird ein militärischer Sieg eher von Russland davongetragen werden als von der Ukraine. Schon in den letzten Reden, die Herr Selenskyj auch in anderen europäischen Parlamenten gehalten hat, genau das wahrgenommen haben, dass es hier keine Bereitschaft gibt, zu versuchen, und zwar mit allen Jetzt ist schon wieder das Internet kurz weg. Mitteln zu versuchen, dieses furchtbare Sterben zu beenden, sondern im Gegenteil, sämtliche Versuche einer Vermittlung zurückgewiesen werden. Das begann auch schon, als der Papst sich angeboten hat als Vermittler und Herr Selenskyj gesagt hat, wir brauchen keinen Vermittler zwischen uns und dem Aggressor. Heute hat er Deutschland aufgefordert, mit ihm, also mit der Ukraine, gemeinsam den Aggressor zu vernichten. Auch von liquidieren war die Rede, zumindest in der deutschen Übersetzung. Und natürlich ist auch unsere Position: wir verurteilen den völkerrechtswidrigen Krieg, den Russland in der Ukraine führt. Und trotzdem muss man realistisch sagen, das, was dort zurzeit geschieht, deutet nicht darauf hin, dass die Ukraine den Krieg zu ihren Bedingungen beenden kann, sondern im Gegenteil, all die Waffenlieferungen, und Deutschland ist in Europa der größte Waffenlieferant, all die Waffenlieferungen haben nicht dazu geführt, Also erstmal natürlich inhaltlich zu dem, was dass das Ende des Wagenknecht hier sagt. Ja, natürlich haben die Waffenlieferungen nicht zu einem Ende geführt. Russland hat eine riesige Rüstungsproduktion. Russland hat, wie gesagt, viel größere Demografie. Das sagt jeder Militärexperte, der sich damit mehr beschäftigt. Je länger dieser Krieg dauert, desto schlechter werden die Siegeschancen der Ukraine. Und mittlerweile sind diese Chancen passé. Also die Ukraine wird diesen Krieg maximal mit einem Kompromissfrieden beenden, wahrscheinlich aber verlieren. Vor allem, wenn Selenskyj mit seiner irren Politik weitermacht. Krieges wahrscheinlicher geworden ist, von einem Sieg der Ukraine ganz zu schweigen, sondern die Front verschiebt sich zu Lasten der Ukraine. Das weiß auch Selenskyj und vielleicht auch deshalb hat er auch nach Ansicht vieler internationaler Beobachter jetzt die Strategie, die NATO in diesen Krieg hineinzuholen. Er hat das immer wieder auch teilweise relativ deutlich gemacht, wenn er die NATO aufgefordert hat, zum Beispiel eine Flugverbotszone einzurichten, wenn er damals, es ist schon länger her, als eine ukrainische Rakete sich nach Polen verirrt hat, zunächst mal die Falschinformationen kursieren ließ, das sei eine russische Rakete. Und er hat vor allem, und das sehen wir mit großer Sorge, und das war auch mit einer der Gründe, warum wir uns heute nicht beteiligen wollten, er hat in den letzten Wochen zweimal das russische Frühwarnsystem für die Nuklearstreitkräfte angegriffen. Dieses Frühwarnsystem ist ein strategisch wichtiges Element des globalen Gleichgewichts. Und dieses Frühwarnsystem anzugreifen, heißt, man spielt mit der Gefahr eines globalen Atomkrieges.
Wir halten das wirklich für völlig unverantwortlich. Wir sehen auch sehr kritisch, dass immer mehr junge Männer, die nicht an der Front ihr Leben verlieren wollen, jetzt mit ziemlicher Brutalität in diesem Krieg rekrutiert werden, eingezogen werden. Wir wissen jetzt ja, seit das amerikanische Waffenpaket freigegeben wurde, hat ja diese Rekrutierung auch nochmal eine neue Dimension erreicht. Auch viele Männer, 600.000 junge Männer, die geflohen sind, die sich in der Europäischen Union aufhalten, können jetzt nicht mehr in der Europäischen Union ihre Papiere erneuern. Das heißt, sie müssen zurück in die Ukraine, wenn sie Papiere brauchen. Und es ist bekannt, wer sich dann nicht freikaufen kann, was natürlich die sehr Reichen durchaus können, der läuft Gefahr, dass er das Land nicht mehr verlassen darf, dass er in diesem furchtbaren Krieg verheizt wird. Und deswegen haben wir gesagt, wir wollen nicht an einer Jubelveranstaltung für Präsident Zelensky teilnehmen. Frau Strack-Zimmermann hat uns vorgeworfen, wir würden immer dafür werben, miteinander zu reden und wären dann nicht da, wo die Gelegenheit dazu wäre. Dazu kann ich nur sagen, wir hätten gern die Gelegenheit zum Reden wahrgenommen, wenn es die Möglichkeit gegeben hätte, eine Debatte im Bundestag auch in Anwesenheit von Herrn Zelensky zu führen. Das heißt, wenn nach seiner Rede vorgesehen gewesen wäre, dass es eine Aussprache gibt. Das war aber nicht vorgesehen. Vorgesehen war Standing Ovation. Ja, Propagandaschau. Also immer weiter, Kritik wird nicht zugelassen. Das ist die aktuelle Haltung da im Bundestag. Und ja, bei dieser Frau, da sollten auf keinen Fall irgendwelche AfDler oder BSWler, die plötzlich Frieden fordern, ja, diese Schau stören. Das ist doch schon ziemlich offensichtlich. Und er war auch völlig richtig, dass das BSW das Ganze dann boykottiert hat. Für die Position von Herrn Zelensky. Und das, da wollten wir und wollen wir nicht mitmachen. Ich finde, das ist man auch den vielen Ukrainern schuldig, die sich Frieden wünschen, die sich sicherlich auch wünschen, dass hier mehr Kompromissbereitschaft existiert, weil einfach dieses schreckliche Sterben aufhören muss. Es gibt jetzt ja auch, oder gab jetzt ja auch die Konferenz zum Wiederaufbau der Ukraine. Auch hier muss man sagen, das ist doch schizophren. Auf der einen Seite liefern wir Waffen, auf der anderen Seite liefern wir Geld für den Wiederaufbau, aber es wird nicht mal ansatzweise versucht, den Krieg auf dem Verhandlungsweg zu beenden, weil ein Wiederaufbau macht ja nur Sinn, wenn die Waffen schweigen. Und es ist nun mal schon wichtig wahrzunehmen, das ist ja auch in der deutschen Presse berichtet worden, es gab mehrere Signale aus dem Kreml, dass man zu einem Waffenstillstand bereit sei, dass man bereit sei, Verhandlungen zu führen, dass zunächst mal der Konflikt eingefroren wird. Diese Offerten, diese Signale sind von westlicher Seite und auch von ukrainischer Seite in keiner Weise aufgegriffen worden. Die einzige westliche Antwort darauf war, man hat der Ukraine gestattet, jetzt auch mit westlichen Waffen Ziele in Russland anzugreifen. Das ist eine hochgefährliche Politik. Wir reden ja hier nicht über irgendetwas. Wir reden darüber, dass die Gefahr besteht, dass der Ukraine-Krieg sich ausdehnt, dass er zu einem großen europäischen Krieg wird, dass auch Deutschland in diesen Krieg hineingezogen wird. Und deswegen war es uns schon sehr wichtig, dass eine solche Strategie, die ein solches Gefahrenpotenzial in sich birgt, dass wir das nicht mit Standing Ovations im Bundestag absegnen wollten. Das war der Grund, warum wir heute nicht hingegangen sind. Wir sind sehr dafür, wenn die Waffen schweigen, der Ukraine natürlich auch dabei zu helfen, ihr Land wieder aufzubauen. Aber dass der deutsche Steuerzahler parallel einen Wiederaufbau finanzieren und gleichzeitig für Waffen bezahlen soll, und hier geht es um sehr viel Geld, es sind inzwischen bereits über 50 Milliarden Euro geflossen, das, glaube ich, kann man den Menschen in unserem Land nicht vermitteln, weil auch hier im Land gibt es viele Dinge, für die eigentlich mehr Geld bereitgestellt werden muss. Ja, deswegen steigt die Mehrwertsteuer in der Gastro, deswegen steigen die Steuern auf Gas und Fernwärme, deswegen wollte man Landwirte mehr belasten, um diese Ukraine-Hilfen hier bezahlen. Beziehungsweise ich finde das Wort Hilfen hier immer noch zynisch, das muss man da immer noch anmerken. Also dieses korrupte Regime in Kiew, damit Geld und Waffen vollzupumpen, hilft der Bevölkerung in der Ukraine überhaupt nicht. Der Bevölkerung würde man helfen, wenn man endlich Frieden schaffen würde.
müsste, da ist es nicht da. Ob das Kita-Plätze sind, ob das mehr Lehrer sind, mehr innere Sicherheit, ob das gute Renten sind. Insoweit muss man natürlich sagen, oder eben auch viele akute Dinge. Hochwasserschutz haben wir gerade ein akutes Beispiel, wo gespart wurde. Also wenn man Geld ausgibt und Geld aus Solidarität ausgibt, sind wir schon dabei, wenn man Menschen auch unterstützt, die jetzt furchtbar gelitten haben in der Ukraine. Aber es muss irgendeinen Sinn haben. Und nichts zu tun, dass die Waffen schweigen, aber Wiederaufbau finanzieren. Also das ist unseres Erachtens wirklich keine sinnvolle Strategie. Ich möchte noch etwas sagen, auch zu der Debatte. Vor allem Wiederaufbau. Das ist ja was Interessantes. Wer hat denn mit der ukrainischen Regierung schon einen Vertrag über den Wiederaufbau abgeschlossen? BlackRock. Also das US-Finanzkapital, das investiert immer mehr in die Ukraine rein. Und die Rechnung, die dürfen wir Europäer bezahlen. Also die USA, die peppeln ihre Rüstungsindustrie, ihre Finanzindustrie und bezahlen dürfen das am Ende wir Europäer. Also entweder über solche Wiederaufbauprogramme, die da jetzt schon zu Kriegszeiten gestartet werden, durch direkte Finanzhilfen an die ukrainische Regierung oder schlimmstenfalls dadurch, dass die Ukraine EU-Mitglied wird. Also das ist eine absolute Katastrophe. Also, weil hier gerade einige im Chat schreiben, BlackRock hält Anteile an Rheinmetall. BlackRock hält Anteile an fast jeder Firma auf dieser Welt, die irgendwie börsennotiert ist. Also das ist normal, dass BlackRock bei einer Firma der größte Aktionär ist. In der deutschen Politik, die Ampelregierung ist als Quittung für ihre schlechte Politik am Sonntag faktisch abgewählt worden. Dass man daraus offenbar keine Konsequenzen zieht, dass es teilweise offenbar das Bestreben gibt, weiterzumachen, als sei nichts passiert, business as usual, das halten wir für sehr gefährlich und auch in dem Sinne gefährlich, weil es immer mehr Menschen dazu bringt, dass sie an der Demokratie verzweifeln. Die schlechte Politik der Ampel ist ja auch ein Hauptgrund dafür, dass auch die AfD so starke Ergebnisse jetzt am Sonntag erhalten hat. Und insoweit wäre es natürlich angebracht, hier endlich eine Korrektur, entweder eine grundsätzliche politische Korrektur durchzuführen im Rahmen dieser Bundesregierung oder eben den Weg freizumachen für Neuwahlen. Das BSW ist dazu bereit. Wir haben am Sonntag auch unter Beweis gestellt, dass mit uns im nächsten Bundestag natürlich zu rechnen sein wird. Allerdings sage ich auch, die Ampel ist sicher die schlechteste Regierung, die Deutschland je hatte. Allerdings ein Bundeskanzler Friedrich Merz in einer Koalition mit den Grünen, das wäre wahrscheinlich dann noch mal die Steigerung von Olaf Scholz. Weil ja, und das ist das wahrscheinlichste Szenario. Darauf müssen wir uns einstellen und das sollte auch unser, ja, so sollten wir das auch im Wahlkampf klar kommunizieren. Wenn ihr CDU wählt, dann bekommt ihr die Grünen. Wählt auf keinen Fall die CDU. Wählt auf keinen Fall SPD und Grüne sowieso nicht. Aber wenn ihr diese irre Politik fortsetzen wollt, dann wählt irgendeine der Altparteien. Es ist egal, wem ihr die Stimme gebt. Eine Stimme für Merz sorgt dafür, dass Baerbock Außenministerin bleibt und Habeck Wirtschaftsminister. Das müssen wir ganz klar so, kommunizieren. Wir kämpfen hier gegen einen geschlossenen Altparteienblock, der uns als feindlichen Akteur sieht. Also Merz hat ja jüngst im Öffentlich-Rechtlichen davon geredet, dass das BSW in Teilen linksextreme und in Teilen rechtsextreme Positionen vertrete. Ja, mit linksextremen meint er wahrscheinlich, dass das BSW die Steuersätze für große Konzerne wie Amazon ein bisschen erhöhen will und große Vermögen, also Milliardenvermögen, wieder stärker besteuern will, was in Deutschland ja lange Zeit auch unter CDU-Regierungen, man denke an Adenauer, Erhard, Kohl, auch der ja ganz normale Status war, der jahrzehntelang uns ein Wirtschaftswunder beschert hat. Und mit rechtsextrem meint er wahrscheinlich, dass das BSW Frieden fordert und sich für Meinungsfreiheit einsetzt, dann ist ja heutzutage mittlerweile auch schon rechtsextrem. Also rechtsextrem bist du ja schon mittlerweile, wenn du einfach sagst, ich sehe ein paar Dinge anders, als wie sie im grünen Parteiprogramm stehen. Ja, und mit dieser Rhetorik hetzten Friedrich Merz hier gegen das BSW. Also da sollten wir ja uns auf jeden Fall darauf konzentrieren, dass jede Partei aus diesem Altparteienblock unser politischer Gegner ist und die wahrscheinlich nach der nächsten Wahl auch miteinander koalieren werden. Also eine Koalition aus Merz und den Grünen, die ist, wenn das Europawahlergebnis sich bei der nächsten Bundestagswahl bestätigt, das ist ein Szenario, mit dem wir nicht nur rechnen müssen, sondern das mit großem Abstand das Wahrscheinlichste ist. Also es gibt dann entweder eine Koalition aus CDU und Grünen oder eine Koalition aus CDU, SPD und Grünen, wenn es mit CDU und Grünen nicht reicht. Also ja, wie Sarah Wagenknecht das gerade völlig richtig gesagt hat, eine Steigerung dieser Ampelkoalition.
Herr Merz hat ja jetzt gerade auch wieder unter Beweis gestellt, dass er offensichtlich überfordert ist, seine eigene Partei zu führen. Jemand mit solchen Defiziten an der Spitze des Landes, das stellt sich doch als Problem dar, weil die Botschaft, die er an die ostdeutschen Bundesländer gesandt hat, also vor allem an seine Organisationen, also an Herrn Vogt und Herrn Kretschmer, dass auf keinen Fall eine Koalition mit uns denkbar wäre, heißt ja einfach einzukalkulieren, dass möglicherweise im Osten Bundesländer nicht regierbar sind. Ich meine, ich sage sehr deutlich, wir sind nicht diejenigen, die jetzt unbedingt sich wünschen, mit der CDU zu koalieren. Da gibt es sehr, sehr große Differenzen. Aber, und wir werden auch nur in eine Regierung im Osten gehen, mit wem auch immer, wenn tatsächlich die Politik sich verändert und ein wirklicher politischer Neubeginn in den ostdeutschen Bundesländern, also in dem betreffenden Bundesland, durchgesetzt werden kann. Allerdings muss man doch auch zur Kenntnis nehmen nach den Wahlergebnissen, dass es vielleicht doch sehr wünschenswert wäre, auch in Thüringen nach dieser langen Hängepartie einer Regierung, die keine Mehrheit im Rücken hatte, dass es sehr sinnvoll wäre, wenn im Osten Politik für die Menschen gemacht werden kann und wenn es dafür auch wieder stabile Regierungen gäbe. Herr Merz scheint solche Regierungen nicht anzustreben. Es ist wirklich ein Kindergartenspiel, was er dort aufführt. Er scheint auch weder unser Parteiprogramm noch die Wahlprogramme im Osten je gelesen zu haben. Muss er auch nicht, aber er sollte sich dann nicht zu unseren Inhalten äußern. Insoweit kann ich mich dem hier nur anschließen, was unser neu gewählter Europaabgeordneter Fabio De Masi gesagt hat. Das, was Scholz erzählt, ja, das ist sicherlich nicht rechts- oder linksextrem, es ist einfach nur extrem dämlich. Wir müssen natürlich trotzdem auch sehen, auch die andere, also die Debatte insgesamt über den Osten nach dem Sonntag finden wir schon auch ziemlich befremdlich, weil gerade auch von Ampelpolitikern wird ja so getan, als hätten jetzt die Ostdeutschen sich für irgendetwas zu entschuldigen. Ich finde, die Ampel hat sich zu entschuldigen dafür, dass sie so viele Menschen so enttäuscht hat, dass es eben jetzt am Ende Wahlergebnisse gibt, wie wir sie am Sonntag gesehen haben. Und wenn jetzt zum Beispiel auch Herr Wüst den Westdeutschen empfiehlt, sie sollten doch öfter mal auf Ostsafari gehen, um das seltsame Wesen Ostdeutscher kennenzulernen. Ich weiß nicht, ob man auf die Art, dass unser Land und auch die Vernunft und Gerechtigkeit in unserem Land befördert. Ich glaube nicht. Und ich glaube, dass die meisten Ostdeutschen es satt haben, sich auf solche Art von außen belehren zu lassen. Also eine gute Politik, eine Politik, die bürgernah ist und die wirklich auch die Menschen überzeugt, das wäre das sicherste Mittel gegen Politikverdruss und auch gegen Wahlen, die am Ende von Wut und auch von berechtigter Verzweiflung und berechtigter Enttäuschung getragen sind. Ein letzten Punkt, den ich gern ansprechen möchte, ist ein Top, den wir diese Woche aufsetzen werden. Wir haben ja erlebt jetzt vor kurzem die Operation des israelischen Militärs, hat am Wochenende 4 Geiseln befreit. Ich wünsche mir, dass diese Geiseln sehr, sehr schnell den Weg zurück in ein normales Leben finden können, nach all den schrecklichen Erlebnissen, die sie gehabt haben. Und natürlich freuen wir uns sehr für sie und auch für ihre Familien, dass das möglich war. Man muss trotzdem sagen, der Preis für die Befreiung, und hier sollte nicht ein Menschenleben gegen das andere aufgerechnet werden, der Preis dafür waren hunderte Tote auf palästinensischer Seite, so wie überhaupt dieser schreckliche Krieg im Gazastreifen, der wirklich nicht mehr durch das Selbstverteidigungsrecht nach dem barbarischen Massaker der Hamas gedeckt ist. Dieser Krieg hat nach UN-Angaben inzwischen 35.000 Menschen getötet, darunter sehr viele Kinder, sehr viele Frauen, unschuldige Menschen. Die Ernährungssituation im Gazastreifen ist dramatisch. Etwa die Hälfte der Bevölkerung ist unterernährt. Und ungeachtet dessen hält die Bundesregierung an ihren Waffenlieferungen an Israel fest. Wir halten das wirklich für fatal und wir haben deswegen einen Antrag in den Bundestag eingebracht, der diese Woche auch abgestimmt wird, diese Waffenlieferungen zu beenden, weil wir... Sehr gut, sehr gut. Waffenlieferungen beenden und Geldzahlungen an Israel stoppen. Das genauso wie in der Ukraine. Keine Waffen in Kriegsgebiete und keine Geldzahlungen an Länder, die Kriege führen.
Ja, ist gut, dass das BSW sich dafür einsetzt. Wir werden beobachten, wie sich die anderen Parteien, vor allem die Linkspartei und die AfD, zu diesem Antrag verhalten. Ich könnte mir vorstellen, dass da die Friedensliebe bei diesen Parteien sehr viel geringer ist. Aber das werden wir dann sehen. Das werden wir dann sehen. Aber es ist auf jeden Fall die richtige Forderung, die das BSW hier stellt. Der Meinung sind, auch dieser Krieg lässt sich natürlich nicht mit Waffen beenden, sondern auch hier geht es um eine Friedenslösung, die den Interessen beider Seiten Rechnung trägt, also auch den Interessen der Palästinenser. Und das kann ja am Ende nur eine Zwei-Staaten-Lösung sein. Insoweit schaden diese Waffenlieferungen auch dem Ansehen Deutschlands. Und wir würden uns sehr wünschen, wenn der alte Grundsatz, der immerhin in der deutschen Politik doch einmal Gewicht hatte, dass man in Kriegs- und Krisengebiete keine Waffen liefern sollte, sondern dass Deutschland wieder eine Stimme der Vermittlung und der Diplomatie auf der globalen Ebene werden muss, dass an diese Traditionen wieder angeknüpft wird. Haben Sie Fragen, Frau Hübscher? Ja, das war ein gutes Statement, vor allem das zum Schluss mit dem Stopp der Waffenlieferungen an Israel. Da ist ja vor allem die AfD gar nicht mal so sehr friedenspolitisch engagiert, wie sie es ja bei der Politik ist. Also das ist doch sehr, sehr interessant. Naja, in dem Sinne, auch was Sarah Wagenknecht zu Friedrich Merz gesagt hat, absolut richtig. Der Mann ist kein Bündnispartner, der ist ja weit ab vom Schuss. Also diese CDU, die ist genauso Teil dieses transatlantischen neoliberalen Altparteienblocks wie die Grünen. Diese Parteien behandeln uns wie ein geschlossen auftretender Block. Sie sehen uns als Feinde und entsprechend sollten wir uns da keine Illusionen machen, dass diese Parteien nach der nächsten Bundestagswahl auch wieder miteinander koalieren werden, um das BSW irgendwie aus politischen Positionen fernzuhalten. Und das Gleiche gilt aktuell noch für die AfD. Also wir können davon ausgehen, dass wir nach der nächsten Bundestagswahl einen Kanzler Friedrich Merz mit den Grünen oder mit SPD und Grünen sehen. Also je nachdem, wie stark die CDU abschneidet. Deswegen sollten wir auch unseren nächsten Wahlkampf darauf ausrichten, dass wir diesen Altparteienblock, also SPD, Grüne, CDU, okay, FDP fliegt wahrscheinlich eh raus, aber diese Parteien, dass wir die auch als geschlossenen Block ansprechen. Also der Slogan muss sein, wer Merz wählt, bekommt die Grünen. Also die Grünen, da projizieren ja viele alles Schlechte rein, was diese Regierung gerade macht. Das ist natürlich auch nicht so einfach. Die Grünen sind mitverantwortlich für die irre Kriegspolitik gegenüber der Ukraine, sind mitverantwortlich für den Wirtschaftskrieg gegen Russland, sind mitverantwortlich für die katastrophale Wirtschaftspolitik. Aber der Finanzminister heißt Lindner. Der Bundeskanzler heißt Olaf Scholz. Also SPD und FDP sind da genauso mitverantwortlich für. Und ja, viele, viele Leute projizieren das nur auf die Grünen und das muss man, glaube ich, klar machen. Wer Friedrich Merz wählt, wer Olaf Scholz wählt, der bekommt am Ende Annalena Baerbock, der bekommt diese Grünen. Zwischen diesen Parteien besteht kein relevanter Unterschied. Das ist es, worauf man im Wahlkampf, glaube ich, auch hinweisen muss. In dem Sinne wirklich gutes Pressestatement von Sarah Wagenknecht, hat die wichtigsten Themen zusammengefasst. Finde ich jetzt auch gut, dass auf dem BSW-YouTube-Kanal wieder mehr kommt und dass die Videos auch ein bisschen ansprechender gestaltet werden, als es noch vor ein paar Wochen wurden. Also ihr seht, das hier über 200.000 Aufrufe. In dem Sinne reagieren wir auch in einer Woche auf den nächsten. Das nächste Pressestatement. Ich hoffe, dass sich die Situation im Nahen Osten vor allem bis dahin vielleicht schon mal ein bisschen gebessert hat oder in der Ukraine, dass dann mal Friedensverhandlungen aufgenommen werden. Ich glaube es aber nicht. Also die Haltung der dortigen Kriegsparteien ist ja immer noch sehr, sehr eindeutig. In dem Sinne zum Abschluss nochmal ein Hinweis in eigener Sache. Ich habe einen Kanal auf Rumble, der heißt Agitator der sozialen Marktwirtschaft. Und ich habe zwei Kanäle auf Odyssee, die heißen Agitator der sozialen Marktwirtschaft und die sekundäre Agitation. Bitte abonniert mich auch dort, um etwas unabhängiger von YouTube zu werden. Also abonniert mich auf Odyssee, abonniert mich auf Rumble. Die Links dazu findet ihr wie immer in der Videobeschreibung und in der Kanalbeschreibung, sowohl hier auf Twitch als auch auf YouTube.